haben wir denn da? Hi! Die Riesel Ski! Riesel wie? Auf Instagram. Aber heute? Nicht auf dem Ski, sondern auf dem Bike. Auf dem Mountainbike? Das erste Mal wieder auf dem Kanal der Blanc, ne? Warst lange nicht mehr am Start. Warst in Nepal und da wandern, die Passana und so weiter. Und jetzt greifen wir gemeinsam auf dem Mountainbike an, hier im wunderschönen Sauerland, das leider gerade sehr bewölkt ist. Und ich habe die große Ehre, heute mit Theresas Fahrrad fahren zu dürfen, weil mein Rad ist in Innsbruck. Ohne Auto ist immer ein bisschen blöd, da ist immer hin und her zu karren. Und Theresa fährt dann mit dem Fahrrad unserer Mutter. Gleicht auch so ein bisschen das Verhältnis aus, dass ich das schwerere Fahrrad habe, Theresa das leichtere Rad. Und wir nehmen euch jetzt mit. Wir wollen ein bisschen Trails fahren gehen, wollen ein paar Höhenmeter sammeln und euch von unseren Plänen erzählen. Und wir sind auch sehr, sehr gespannt auf euren Input. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Genau. Und go. Hart. Nein. So, das war jetzt der erste Anstieg, um warm zu werden. Wir fahren jetzt auf den Kreuztaler Höhenweg und dann Richtung Fahrenschrei. Das ist ein kleines Skigebiet hier im Kreis Olpe. Und da schauen wir mal, ob wir da was Cooles finden. Und bis dahin genießen wir hier die wunderschöne Natur. Theresa, wie ist die Lage bei dir? Cool, also gut. Du bist super cool, Theresa. Eiskalt. Die Luft gefriert schon fast, so cool bist du. Genau. Ich wollte echt Gas geben, die Theresa. Die fährt mir gerade ganz schön weg. Das liegt am Fahrrad, glaube ich tatsächlich. Ja, das ist jetzt schon eine Trailwaffe, die du da hast. Puh. Greifen wir an. Auf geht's. Auf geht's. Wie es jetzt ist, mit einem Pulli zu fahren im Vergleich. Also eigentlich wäre es die letzte Fahrradtour, bin ich mit meinem Fahrrad gefahren. Und der Julian mit dem Hardtail. Das haben wir einmal getauscht und haben wir eigentlich den perfekten Vergleich. Ja, das ist Wahnsinn. Ich dachte immer, warum fährt die Trainer denn so langsam, ist sie so unfit. Und heute, genau umgekehrt, ich trampel mir nach, irgendwie hinter der Theresa herzukommen. Ist so ein riesen Unterschied. Genauso hat der Jakob und ich ja auch schon ein bisschen gesagt, wie wir im Skitouren gehen. Er zählt wirklich jedes Gramm, das man dann am Rad hat. Das klingt irgendwie blöd, aber ist so. Meine Devise ist da letztendlich eher zu schauen, dass man in der Gruppe, wenn man unterwegs ist, dass jeder ungefähr ein ähnliches Rad hat, so vom Gewicht her. Weil ansonsten ist man dann ganz schön gelackt, wenn man das schwerste Rad hat. Und ab von das schwerste. Was würdest du sagen, Theresa? Fühlst du dich jetzt wohler auf dem Rad? Ja, bei mir war das, ich hatte dann so, dass ich keine Lust mehr hatte, Fahrrad zu fahren, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich nicht vorwärts komme und mir alle weggefahren sind. Ich dachte, oh Mann, bin ich unfit. Aber ja, man fährt eben vor allem bei geraden Strecken, bei dem Pulli. Ja, man muss halt, kommt halt einfach nicht vorwärts. Das ist sehr deprimierend. Genau, aber jetzt ist es doch viel leichter. Macht doch mehr Spaß, oder? Ja. Ja. Dafür muss ich jetzt leiden. So. Genau.
wir sind beim Fahrentscheid angekommen. Bei dem Skigebiet. Waren wir früher Skilehrer? Ja. Da ist es. Wir haben auch vorne ein riesen Haus hingestellt. Echt? Ja, eine riesen Hütte. Eigentlich eine geile Location. Hatten wir eigentlich Schnee diesen Winter? Ich glaube gar nicht, ne? Oh, warte mal, ich muss eben schalten. So, wir machen jetzt mal ein kleines Ratespiel. Die Theresa versucht jetzt zu erraten, wie viele Höhenmeter wir geschafft haben. Und wenn du gewinnst, dann kriegst du einen Riegel. Oh Mann! Und wenn nicht, kriege ich auch einen Riegel. Da steht die Zahl, Theresa, was schätzt du denn? Oh, ich kann es fast ablesen und spiegeln. Hey, das ist unfair. Was habe ich vorhin gesagt? 500. Ja, knapp. 434 haben wir jetzt. Sind 20 Kilometer gefahren, circa 1 Stunde 40, ja. Und jetzt pausieren wir erstmal. Rad würde ich sagen. Das dann schon mal wieder was verkaufen will. So Leute, ich bin jetzt hier mal eine Kurve nur gefahren am Fahrentscheid. Und da ist dann auch ein Sprung, aber da den Speed einzuschätzen, das fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer. Zumal, wie ihr seht, habe ich wieder gefrorene Hände. Ich weiß nicht, wie viel Grad haben wir? 10 Grad? 15 Grad? So 10 Grad. Und ich friere mir einen ab, das ist echt verrückt. Aber liegt auch vielleicht daran, dass ich immer noch auf Diät bin und nicht so viele Kohlenhydrate im System habe. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, jetzt hier erstmal keine Trails mehr zu fahren, weil die Sicht ist nicht ganz so gut. Und hier der Park, der ist auch gerade, so wie wir das jetzt sehen, nicht ready. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall sollen wir noch ein paar Höhenmeter sammeln, weil jetzt kommt ihr auch ins Spiel. Jetzt ja schon mal angesprochen, eventuell wollen wir einen Alpencross machen mit dem Mountainbike. Vor allem, wenn Theresa jetzt ein Rad hat, wo sie ein bisschen mehr Spaß mit hat, wo sie sich nicht so quälen muss. Ja, mich würde mal, oder uns würde mal mega interessieren, wie es denn bei euch aussieht. Würde euch das interessieren, wenn wir das filmerisch festhalten würden? Und ja, was empfehlt ihr für Routen? Ich meine, wir machen das ja zum ersten Mal und ich glaube, hier gibt es einige in der Community, die da schon viel besser Bescheid wissen, oder? Ja, das denke ich auch. Wie sieht denn gerade deine Stimmung aus? Besser. Es macht wieder Spaß, weil die Anstrengung, die man auf dem Fahrrad hat, wirklich nach vorne geht und nicht runter in den Boden, wie mit meinem Fully. Ja, es ist gut zum Runterfahren, aber wenn es dann bergauf geht und andere ein Hardtail haben oder sogar ein E-Bike, dann wird es natürlich schwer für dich, ne? Ich merke es gerade auch, wie gesagt, also ich muss hier ordentlich in die Pedale treten. Das ist mir letztes Mal nicht so aufgefallen, weil alle anderen auch einen Fully hatten. Aber ich habe mich teilweise, als mit unserem Skifahren unterwegs, habe ich mich auch gefragt, früher bin ich in easy weggefahren, da war ich so eigentlich der Fitteste. Und jetzt muss ich echt da so mich anstrengen, um da irgendwie gut mitzuhalten, da auch irgendwie eine Performance zu bringen, die in dem nahe kommt, die ich früher hatte, die mir viel leichter gefallen ist. Also, ja, verrückt. Aber ja. Also schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wir freuen uns sehr über eure Meinung und dann schauen wir mal. Theresa, ich warte. Ich warte. Oh, ich habe extra die Knie schon angelassen, dass ich nicht so friere. Sturz! Nee, ich habe mich nur hingesetzt. Ja, wie beim Skifahren. Da darf man sich auch nicht einfach hinsetzen in der Kurve. Okay, das ist jetzt hier mal eine Sauerländer Aussicht, auch mit ein paar Windräder mittlerweile, aber dennoch würde ich sagen, ist das gar nicht so verkehrt. Ja, ich finde auch nicht, dass die Windräder das die Aussicht beeinträchtigen. Ja, also mir gefällt es auch sehr gut. Man hätte echt an einem schlechteren Ort aufwachsen können. Fahren wir weiter.
dicke Waden. Bitte? Den Weg nach Kästen haben wir geradeaus weiter. So, Theresa, wir machen jetzt den Test. Jetzt tauschen wir mal direkt die Räder und dann schauen wir mal, ob der Unterschied wirklich so groß ist. Natürlich auch jetzt ein bisschen beeinflusst durch die Voreinstellung, durch die Erwartungshaltung, aber wir probieren das neutral zu beurteilen. Ja, aber du wirst ja sehen, ob es dir leicht fällt oder nicht, ne? Oder schwer. Mir jetzt. Also, ich muss sagen, ich war ja schon beim Sport und jetzt nach 33 Kilometern merke ich schon, dass ich was getan habe. Vor allen Dingen, wenn ich hier der Therese hinterherfahren muss. Man sitzt halt schön hinten drin, ne? Ich finde halt, dass der Rollwiderstand, der ist bei dem viel, viel höher. Man kommt irgendwie nicht zur Potte, ne? Man kommt nicht voran. Auch, ich glaube, dass die Sitzposition, wenn man direkt an der Muskel anspricht, also als auf der Position. Ja, man kann hier viel mehr reintrampeln, ne? Ich habe jetzt genauso getrampelt wie eben auch. Ich auch. Nur viel schneller. Ich bin viel langsamer. Ja, verrückt. Also das heißt, wenn wir zusammen den Alpencross fahren, muss ich entweder schwerer Rad haben oder beide mit der gleichen Bauart. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Unterschied so groß ist. Hab ich jetzt auch nicht gedacht. Macht mich ein bisschen sprachlos.